Time bears down on us without mercy. How should we live the days that we have left? What should we spend them on? We saw one possible answer to those questions. But we cannot accept it. Not even as a last resort. After all, it was the only path that was offered to those two. We should all be free to choose our own way. That's our belief. That's why we fight. Da hast du recht, Mio. Jeder sollte seinen Weg gehen können und dafür kämpfen können. Ja, und dann herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3 und beim letzten Mal, Finale von Kapitel 4, What the fuck? Hit something or not? Huh? What use is swinging that slab if you ain't gonna swing it at one of the actual targets? But I'm just practicing. Say, why a hammer? This looks more your style. Huh. Totally. Right. Whoa. Spark me silly. She beat 5-8 termers in a row. Mio, eh? She that offseer? Yeah, she should be the one heading to the front lines, not us. Poor 8th-termers. You mopped the floor with them. Thank you, Senna. Hang on. Where's Miabi? Oh, Miabi? The commander and consul wanted to see her in command. Oh, okay. Hey, fancy a bite? Sure. I'm a bit peckish. It's a bit early, I suppose. No! I'm ready if you are. Huh? I was under the impression that you didn't like fish. Huh? Ah. That is true, but can't be too picky. My muscles need protein, you know? Hey, Senna, there's no need for this. Huh? Just be yourself. You know you don't have to do what I do, right? No, that's not... Senna. Sorry. Come on. You say that too often. You've nothing to apologize for, Senna. Okay. Eat what you enjoy. Never stop being you. Okay? Thank you.
I think that should be far enough. Did I do good out there? Hmm? What was that? Huh? What's that? Did I say something? I mean, you just said something about doing good or whatever. Ha! That's funny. Must have just slipped out. You seem so lonely. Huh? At training, in camp, at night. She's always got friends right by her. But why does it seem like she's all alone? How come? So that's the way you see me, huh? A loner? Senna. I was hoping more plucky heroine girl or one-track musclehead. That's more what I kind of shoot for. Now look. Oh, no, you don't. I think you're just being nosy. Senna, please. I'm fine. Really. Don't worry about me. Hat sie vergessen, dass sie ihre Gedanken sehen kann, wenn die beiden sich fusionieren, synchronisieren, whatever? Also Ouroboros-Ding da. Im Nachhinein fast unglaublich, dass wir den ganzen Weg von dort bis hier geflüchtet sind. Und man will sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn diese unbekannte Streitmacht nicht im rechten Moment angegriffen hätte. Man denkt ja immer, man wird zur Not mit allem fertig. Aber auf so eine Situation waren wir dann wirklich nicht vorbereitet. Und das ist genau der Grund, warum man im Vorfeld für jede denkbare Eventualität eine Strategie ausarbeiten sollte. Ja, das kenne ich sehr gut. Ich habe auch für alles, was ich tue, einen Plan. Meistens. Und wenn nicht, dann geht's in die Hose. Dann wird es eine Katastrophe. Ich bin da schlimm. Ich muss für alles einen Plan und einen Plan B und eine Exit-Strategie haben. Sogar beim Einkaufen. Und das stört manche Leute. Naja. Wir haben alle unsere Macken. Noah! Das Schloss und diese Marionettenkönigin können uns jetzt erstmal gestohlen bleiben. Ja, da möchte ich so bald garantiert nicht mehr hin. Doch wir müssen Melia finden, die echte Melia, die glaubt ja an uns. Die will, dass wir die alle platt machen. Die hat ja Hoffnung in uns. Wir sollten unseren Weg fortsetzen. Ja, ihr habt recht. Die Schwertmark ist nicht mehr fern. Lasst uns aufbrechen. Ja, nur nicht gleich. Ihr wisst, Ekdaso-Klippe. Ach, es ist auf der anderen Seite von der Kolonie. Ah, das ist ja clever. Das ist ja clever. Was gibt's bei euch hier? So, 1025 Bonus. Let's go! Sorry, Wölfchens! Ich mach da mal mit, ne? Hallo? Hör mal! Ist recht, rennt einfach mir vorbei! Glaub ich ja wohl nicht hier. Du hast noch eine der Waffel. Ich schütze mal die anderen Viecher, ne? Hier. Bam, 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 bam. Ja. Ergebnis gewonnen. Weil ich das Melia nicht besiegen konnten, aber dass ich keinen großen EP-Bonus bekommen dadurch. Da gehen wir später lang. Richtung. Nein, wir sind ja jetzt Freunde hier. Das ist doch unsere Kolonie jetzt. Sag mal. Unsere Kolonie. Wir haben doch erobert. Wieso kämpft ihr gegen uns, ihr Deppen? Okay, dass ich das aus der Himmelsschraube in die Orkanschneide kombinieren kann, das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Die laden auch länger auf, dafür, dass sie so viel Damage machen. Ich muss hier echt mal das geben für Autoangriff 90% mehr. Ich glaube, das sind bei ihr richtig Fetzen. Boah, Alter, was ist denn mit Lance und Tyon los? Was habt ihr denn geschafft?
Ah, jetzt habe ich es richtig gemacht. Und nochmal richtig. Okay, von der Barriere in das Ding ist schwierig. Und so. Meine liebe Ashira, wir haben deine Kolonie erobert. Warum zum Fick greifen die uns an? Ich finde das nicht witzig. www.nichtwitzig.de. So. Was ist das da hinten? Exerbrücke 4, oh Gott. Such is the officer's duty. Schaut krass aus, das Schwert, ne? Ups. Achso, 90% mehr Damage-Ding dann. Nicht vergessen, das hast du aktuell noch ausgerüstet, ne? Ne, hattest du auf jeden Fall. Du hast das Nopon-Band. Ey, uns fehlen nur noch ein paar EP und wir haben den dritten Ausrüstungsslot. Das ist doch scheiße. Titanschutz. Ja, das ist gut. 110% Chance bei Technik-Nutzung Aufhaltung zu behalten. Das ist auch gut. Wir wollten aber den, wie heißt das Ding? Heilkraft? Nein. Wie heißt das Ding nochmal? ÖKP-Heilung. Das wollen wir nicht. Wie heißt denn dieses komische Ding nochmal? Ich vergesse das jedes Mal, immer das Zeug verkaufen, was wir nicht brauchen. Mal alles anlegen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Ein Trefferrate. Mal weghauen. Angriffsstein, was ist der? Von 66, also um 66. Wir haben auch noch was mit 90%. Wo war denn das, verfluchte Axt? Ich muss echt mal verkaufen. Flammenamulett. Oh, nicht so schlecht. Ja, 8 Milliarden Jahre später. Sorry, Leute, das gehört dazu. Überfallstein, da ist er, der Überfallstein. Erhöht den Schaden von Autoangriffen um 91%. Das ist der Standardangriff, ich weiß. Ein bisschen mehr Damage, während wir einfach so draufhauen. Das ist ja auch schon mal gut. Wenn wir den dritten Slot haben, müssen wir irgendwas ausrüsten für Fertigkeiten. Dass die mehr Damage machen. Bin mal gespannt, wie viele Folgen neben Quests wir diesmal haben. Letztes Mal waren es 12 Folgen. Jetzt haben wir ja eine Kolonie mehr. Oder sogar zwei. Ne, eine mehr haben wir. Aber das könnte trotzdem. Auch wegen dauern, würde ich sagen. Ja, mei. Das ist heute immer so. Andererseits, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich neue Quests bekommen. Wir haben die Fragezeichen, die werden wir abklappern. Alle. Wir gehen von Map 1 an durch Map 2, Map 3 und gucken die Fragezeichen. Okay, ciao. Ich hab kein Business mit dir. Oh Gott. Was ist denn mit dem kaputt? Ja, leck mich doch am Arsch. Hinten ins Schloss zurück? Nee, will ich nicht. Schloss Kevis Umland, ja. Das ist die Kolonie 11, ne? Da irgendwas drin ist? Das ist Kolonie 11. Pagodenlager. Engadopasslager. Windklippen. Warte mal, wo war denn jetzt? Ah, warte mal, hier. Und da ist ein Fragezeichen, da will ich hin. Fangen wir doch Kolonie 11 einfach mal an. Also wir hätten es einen anderen Weg machen können, aber das Ding ist doch ein bisschen zu stark für uns, glaube ich. Dann kriegen wir auch die Fresse. Hallo Esel! Dann beginnt die nächste Jagd. Fragt doch nicht uns, wir wollen echt nicht. Wenn ein Mensch nicht isst, verhungert er. Und wenn Kolonie 11 nicht kämpft, verhungert sie. Ich kann akzeptieren, dass ihr euch über uns stellt, aber ihr müsst euch dann den hungrigen Bestien unter euch bewusst sein. Verschon uns! Gibt's hier irgendwas Neues für uns zu tun? Irgendwelche neuen Info-Häppchen, mit denen wir Quests haben können?
Insgeheim hoffe ich ja, dass dem nicht der Fall ist. Ich werde übrigens offscreen verkaufen, das würde ewig dauern. Und du musst echt mal überlegen, was wir eigentlich behalten wollen und was nicht. Ja, ich hab's geahnt. Als der Nadja da geschossen hat, sah es so aus, als würde vorher der ganze schwarze Nebel hier aufgesogen. Das heißt, diese wahnsinnige Feuerkraft bietet ihm ein Annihilations-Phänomen. Schwieriges Wort. Der Annihilator! Okay, dann ist hier also doch noch irgendwas. Aber das war's. Gut, dann klappern wir das gleich mal ab. Und, das ist, glaube ich, auch nur ein Gespräch und keine Mission. I'm just gonna lie here and you can't stop me. Naja, mach du nur, Juni. Genau. About that thing. Ich habe mich immer gefragt, warum Schloss Kevis an einer Stelle mit so viel schwarzem Nebel steht. Aber das diente wohl dazu, dass sie den Annihilator einsetzen konnten. Und das ist sicherlich einer der Gründe. Aber wenn sie schwarzen Nebel Energie umwandeln können, gibt es noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Eigentlich eine verfunkt schlaue Technologie, wenn man drüber nachdenkt. Damit hätte man die Welt ändern können. Ja, aber damit genau das nicht passiert, wurde sie von den Mobius geheim gehalten. Tja, und wir haben jetzt alles kaputt gemacht. Bis jetzt waren wir immer nur auf der Flucht. Wir mussten diese Gelegenheit ergreifen, ihnen unsere Entschlossenheit zu beweisen. Ja, nächstes Mal machen wir noch viel mehr kaputt. Ja, denen zeigen wir, dass mit Ouroboros nicht zu spaßen ist. Leute, ich verstehe ja euren Enthusiasmus. Aber vergesst bitte nicht, worum es hier eigentlich geht, ja? Keine Sorge, Mio, wird schon nicht passieren. So, weiter geht's. Fragezeichen. Die waren ja aber alle noch schon so hoch gelevelt, ne? Ich hätte da ein bisschen Respekt vor, was da gleich kommt. Ein gute wie? Wie geht's dir stets? Kommt was knockehart. Hallo, Heda, was für ein Glück, euch haben wir gerade gesucht. Ach ja, gut, dass ihr uns gefunden habt. Also, wir wollen euch nicht aufhalten. Ey, kein Grund für den Todesblick. Könnt ihr uns das ausreden lassen? Moment, seid ihr nicht aus Sorens Truppe? Hier sehen wir uns wieder. Ich weiß, wie gerne ihr anderen Leuten helft. Und so werdet ihr euch riesig darüber freuen, was wir zu sagen haben. Wir brauchen verzweifelt eure Hilfe. Na, könnt ihr mit diesem herzzerreißenden Appell noch widerstehen? Wenn ihr wirklich Hilfe braucht, ist das Gerede kontraproduktiv. Sagt uns einfach, was ihr wollt. Die Sache ist die, wir haben... Also, Kletz ein hat ein Problem mit Deserteuren. Deserteure? Sie sind einfach aus der Kolonie abgehauen? Jetzt, wenn wir keine Flammenuhr haben, können die Leute kommen und gehen, wie es ihnen passt. Das könnte damit zu tun haben, dass ihr bei Knockes Training schon beim Zusehen übel wird. Wenn ich da mitmachen müsste, wäre ich wohl mitgetürmt. Kurz gesagt, Knocke ist an allem schuld. Ja, wie dem auch sei, wir müssen diese Feiglinge zurückbringen und ihnen zeigen, wer hier der Boss ist. Hat schon jemand herausgefunden, wohin die Deserteure geflohen sind? Wir sind fast sicher, dass sie in den Magda-Wald gegangen sind. Magda, hä? Wenn sie da untergetaucht sind, wird es schwierig, das anzufinden. Das stimmt, und da kommt ja ihr ins Spiel. Für eine Treibjagd braucht man nämlich reichlich Teilnehmer. Wäre nett, wenn ihr uns helfen würdet. Ihr helft uns doch, oder? Ich meine, helft uns gefälligst. Alter, wieso glaubst du, dass wir irgendwas für dich tun, wenn du so mit uns redest? Das für eine Zeitverschwendung. Viel Glück dann, Leute. Man sieht sich. Bitte, ich flehe euch an. Die Dinge so bleiben, dann nein! Wie war das? Ihr müsst wissen, Truppenführer Klett hat unseren Freund hier ganz schön zusammengestaucht. Wenn er sie nicht zurückbringt, dann... Nun, ihr könnt es sich ja vorstellen. Er ist nicht mal beliebt genug, um einen Suchtrupp aufzutreiben. Tja, seine Untergebenen sind nicht umsonst abgehauen. Ja, in anderen Worten, du kannst doch niemanden fragen. Ach, wie peinlich. Oh, Juni ist eiskalt. Jetzt habe ich Mitleid mit ihm, ein klein wenig zumindest. Ja, also gut, ich schätze, diese eine Marke nur mal helfen. Hat's gefallen. Ja, na gut, sieht ja schon aus, als wäre er in ziemlichen Schwierigkeiten. Ihr habt meinen Dank. Dankeschön! Das heißt Schankedön. Sehr dankbar siehst du irgendwie nicht aus. Sollen wir losziehen? Zeit, unsere kleine Aufgabe in Angriff zu nehmen. Freue mich sehr, wieder mit euch zu arbeiten. Quest, erbarmungslose Hetzjagd. Ja, Mann.
Would you believe it? Engardo-Pass, okay. Engardo-Pass, das war wo? Da, okay, alles klar, dann gehen wir hier hin. Ja, dies passt. Da kann ich mitarbeiten. Ja, mei, sicher das. Ach ja. Nebenquests, ich freue mich. Kolonien weiterbringen. Ob wir die am Ende alle voll bekommen, wenn ich so weitermache? Bestimmt, ne? Kann man das dann schon zu 100% werden? Oh, hi, Paroro. Hier in der Nähe ist groß, riesige Tür. Aber Tür ist super fest verschlossen, kann nur von vorne her geöffnet werden. Bekommen wir was dafür, wenn wir sie öffnen? Nichts außer herzlichsten Dank. Okay. Oh, Ethel und Kamuravi. Boah, das war so eine harte Szene. Das war so scheiße. Aber wo ist hier die große Tür? Hä? Also, wie soll das ablaufen? Sag mir nicht, dass wir einfach auf gut Glück herumsuchen. Natürlich nicht. Wieso, glaubst du, haben wir die anderen dabei? Hier sind Spuren mehrerer Soldaten. Sie sind von nicht allzu langer Zeit hier vorbeigekommen. Was für Spuren? Ich sehe nichts. Da sowas mein Spezialgebiet ist, hätte mich jetzt auch gewundert. Sie scheinen ernsthaft vorzuhaben, uns zu entkommen. Sie versuchen sogar, ihre Spuren zu verwischen. Nun ja, sie tun zumindest ihr Bestes. Für mich sind diese Spuren trotzdem noch mehr als eindeutig. Ja, ja, mach dir nicht so wichtig. Folgen wir den Spuren. In Ordnung. Obwohl ich dankbar wäre, wenn du nicht so herumschreien würdest. Ich hätte die Spuren in eurer Iris da. Vielleicht verliert sie nicht aus den Augen. Wo ist hier eine große Tür? Ich überlege die ganze Zeit schon, wo ist die große Tür? Was meint er? Achso, hier wieder sowas. Spuren. So. Kurz mal AR-Technologie aktivieren. Geklaut bei Batman Incorporated. Sorry, ich habe gerade von Dice durchgespielt nebenbei. Kommt vielleicht daher, vielleicht hier irgendwo, ne? Was? Doch, geht hier hoch. Aber hier sind keine Spuren. Na da. Dieser Wald birgt noch so manches Geheimnis. Ich habe übrigens einen geheimen Ort gefunden, ne, offscreen, beim Versuch zu trainieren. Bei den komischen Viechern mit Level 60, wo wir nicht weiterkommen sind. Die haben mich wieder platt gemacht. Ich habe aber drei von ihnen vorher getötet. Drei kleine, den großen nicht. Und da kann man noch hochklettern. Da bin ich hochklettern durchgelaufen. Und da ist in der Tat ein geheimes Gebiet. Mit noch viel stärkeren Wesen, die mich alle fertig gemacht haben. Es war richtiges Mobbing, übrigens, Kamera. Es war richtiges, fieses Mobbing. Aber geht mir fort mit euren komischen Loot-Crates, die irgendwo nur Scheiße drin ist. Muss ich weiter runter? Bäh. Muss ich runter? Hä? Nee, hä? Warte mal, was? Hä? Oh, wo geht's denn jetzt weiter? Wo sind denn diese komischen Fußspuren jetzt? Wo zeigen die hin? Ja, hier runter. Okay, aber wo denn dann hin? Hier ist ja nichts. Sag ich hier hinten irgendwas, wenn ich hier vorbeilaufe? Da war ich noch nie. Hallo? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ne? Ob es hier irgendwas gibt. Ich laufe ja einfach nur rum. Ja, ein Behälter. Gut versteckt. Lootbox! Ich meine, ist eine richtige Beschreibung. Es ist eine Lootbox. Schön, wir haben so viele Lootbox Silbermünzen, ey. Ich kann mit den Dingern die ganzen Gartenquests eigentlich mal ausfüllen. Und damit EP fahren. Ist das lame? Nee, ne? Ist eigentlich richtig so. Weil, ganz ehrlich, wofür brauchen wir die Dinger sonst? Gerichte kochen? Im Moment nicht. Gut, dann doch runter wahrscheinlich, ne? Ich laufe jetzt unten weiter. Ich meine, ich kann ja nichts anderes machen. Weißt du was, springen wir hier runter. Batzer! Was? Wo geht's denn überhaupt
Wo geht's denn hier überhaupt? Wo geht's denn hier weiter? Da unten. Nee. Hä? Da. Hilfe. Gehen die komischen Fußspuren irgendwann auch mal weiter? Hä? Ihr habt da gerade ein Problem. Ich krieg keine Fußspuren mehr angezeigt. Woher soll ich wissen, wo es jetzt hier weitergeht? Hier sind nirgendwo Fußspuren. Hä? Was ist das für ein Schwachsinn? Boah, ich hasse Fußspurenverfolgung. Das ist so dumm. Weil da oben ist ja auch nichts. Die zeigen ja auf die Treppe. Die zeigen ja hier runter. Warum geht's denn dann weiter? Weil ich über den ganzen Baumstamm laufe und dann gibt's da. Hier ist ja Zeug. So, hier sind Fußspuren. Die führen aber hier hin. So. Und dann gehen sie aber nicht weiter. Also schlussfolgere ich, ich muss da unten weiter. Aber hier kommen keine Fußspuren mehr. Hier kommen einfach keine... Ah, jetzt! What the fuck? Ich muss auch noch am richtigen Pixel stehen, damit das weitergeht, oder was? Ah, das müssen sie patchen. Das ist einfach nur Bullshit. Das müssen sie echt patchen. Also, woher sollst du wissen, dass du genau in dem Eck stehen musst? Wo der Pixel halt gerade getriggert wird. Das müsste dann hier theoretisch weitergehen, ne? Mit den Fußspuren. Jetzt geht's hier nicht weiter. Ey, was ist das für eine Das müssen sie echt verbessern. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Fußspuren aus der Hölle. Weil es wieder hier aufhört und dann nicht... Jetzt geht's da unten... Was? Muss ich die letzten Fußspuren vielleicht genau gerade ablaufen, damit es triggert? Wollt ihr mir das damit sagen? Ich mag das System nicht. Zumindest bei der Quest hier versagt's, finde ich. Ob wir die in der Folge noch fertig kriegen, sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, ist die Scheiße hier einfach genau gerade lang, ne? Ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Oh, kennt das noch irgendwer? Grauenhaft sowas, oder? Genauso wie siehst du mich, mein Sonnenlicht. Oh man, sowas Erfolg. Was witzig ist. Ja, das ist dumm. Okay. Muss jeder für sich selbst wissen. Ah, nicht gut. Nein, ganz und gar nicht. Das ist nicht gut, erkläre dich. Sie haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Scheint, als hätten sie doch ein bisschen Ahnung davon, ihren Folger verwirrt. Allerdings sind sie ohnehin schon so wenige. Ich bezweifle, dass sie sich wirklich aufgeteilt haben. Eine der Spuren muss gefälscht sein. Eine Dreistigkeit! Also sollen wir uns auch in zwei Gruppen aufteilen, beide Spuren folgen? So kann man das machen, aber ich habe eine bessere Idee. Divers-Partner, kannst du ihre Duftmarke riechen? Ja, auch aus dieser Entfernung rieche ich schon überdeutlich. Der verräterische, rossige Geruch nach Wut und Aufregung und die laschen Überreste und Verwirrung und Angst. Ich rieche nur Gras und Bäume. Im Zustand immer so einer Erregung erzeugen Menschen starke, einzigartige Duftmarken. Das nennt man auch Furz. Entschuldigung. Freude, Wut, Trauer, die Gerüche beschreiben diese Gefühle äußerst eloquent. Ihre Emotionen liegen vor mir ausgebreitet. Du verfolgst sie tatsächlich nur den Geruch? Ist das nicht erstaunlich? Die Nase meiner Partnerin ist so sensibel wie die eines Wolfs. Die Gerüche verraten ihr sogar, was im Kopf der Person vorgeht. Wow, abgefahren, als wenn du ihre Gedanken lesen könntest. Die meisten Leute finden das nämlich etwas beunruhigend und wollen sie nicht in der Nähe haben. Ja, das kommt vor. Nach langem Ringen sind wir Außenseiter dann bei Ishira gelandet. Hey, es ist keine Zeit, über die Vergangenheit zu plaudern. Welchen Weg nehmen wir, links oder rechts? Knocke hat's wohl eilig. Ich meine, das ist dir, Partner. Verstanden. Spuren, Deserteur, Spuren. Ja, das erinnert mich an Wolfling aus Twilight Princess. Warum gibt es eigentlich immer noch kein Twilight Princess und Wind Waker HD für die Switch? Kann man das mal einer erklären? Ich kapier's nämlich nicht.
Aus dem Weg, Truthahn-Depp. Was hat er gesagt? Dass du ein Depp bist, habe ich gesagt. Unhöflich. Scheiß Menschen. Ja und? Ich wollte gerade sagen, wenn das wieder nicht getriggert hat, werde ich wütend. Oh, das ist eine gemeine Richtung. Da unten sind Level 70 Viecher. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ich bin da nämlich auch schon mal lang gelaufen, aus Versehen. Ich dachte, ich komme da weiter. Ich dachte, da unten wären mal Level 50 Viecher, dann waren Level 70 Viecher. Das war doof. Oh, meine Kamera ist ja schon aus. Ich habe vergessen anzumachen. Oh, ich habe es immer echt, ey. Was? Sie haben uns eingeholt! Scheiße! Nur ein bisschen weiter und wir sind davon gekommen. Alles klar, ihr Unruhestifter. Macht ja wieder Abreibung fast. Ja, bitte verschone uns! Du Idiot! Wenn wir zurückgehen, macht uns das Leben noch mehr zur Hölle. Wir haben nichts zu verlieren. Tötet sie! Ja, jetzt beruhigt euch mal, wir wollen euch nichts tun. Bereitet euch auf den Tod vor, seid bereit zu krepieren. Kurz und gut, sterbt! Aha, dann haben wir die Früchte deines Trainings, ne, Knocke? Wichtiger wäre die Frage, was wir jetzt machen. Zuerst müssen wir die Deserteure rückstellen. Ich weiß, wie gerne ihr euch zurückhaltet, das ist eure Aufgabe. Und ihr seht nur zu. Mein Leftness wird noch repariert, wenn ihr eine bestimmte Person hier nur nicht zerstört hätte. Na gut, schön, ja, dann kümmern wir uns halt einfach drum. Auch wenn es mich traurig stimmt, sollen wir diese kleine Aufgabe erledigen. Verstanden. Und wir sind noch fertig, Leute. Level 55, konzentriert euch auf einen. Die sind alle einzigartig. Oh Gott. Okay, die halten aber nichts aus. Hä, ja, wir haben ja gerade als Gegner, natürlich. Block mal ein bisschen für euch, ne? So. Gut. Hör auf zu blocken, du Arsch! Ah, jetzt tot. Schon der letzte? Ne, der vorletzte. Du bist der Letzte, ist das richtig? Ja. Schade, schon tot. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen. Naja, egal. Das war's. Wir sind dran. Oh nein, das war's nicht. Dann kommt ihr nicht davon. Nicht, bis ihr den Namen von Clats Einheit von der Schmach bereinigt, mit der ihr ihn beschmutzt habt. Und keine Sekunde früher! Ja! Ich werde euch brechen und ihr werdet mein Training brauchen, um zu überleben. Ihr werdet es lieben und verzweifeln. Bitte töte uns, Gnade! Fantastisch, ersticke fast am süßen Duft ihrer Verzweiflung. Oh, überrauschend. Mein Kopf prickelt, es hört gar nicht mehr auf. Oh Gott, die ist bekloppt, die Alte. Alter, deine Partnerin macht mir echt Sorgen. Oh, das ist nichts Ernstes. Die fängt sich gleich wieder. Diese Deserteure machen mir auch Sorgen. Wenn auch aus etwas anderen Gründen. Auch wenn unsere Freunde hier uns entkommen wären, wären sie nirgendwo willkommen gewesen. Das sind Tunichtgute, die schon in einer anderen Kolonie was ausgefressen hatten und deshalb zu uns geschickt worden waren. So sehr ich sie, sehr sich auch sträuben, ihr Platz ist in unserer Kolonie, genau wie meiner und der meiner Partnerin. Ja, klingt, hätte ich euch auch schon mal unbeliebt gemacht. Im Gegenteil, ich war schon immer ein wahrer Mustersoldat. Kann aber sein, dass ich nicht immer weiß, wann ich die Klappe halten sollte. Oh ja, das kenne ich. Das kennt ihr in der Bundeswehrzeit zu gut. Ich habe meinem Oberfeldwebel auch klipp und klar gesagt, was ich von ihm und seinen Methoden halte. Kam nicht immer so gut an, aber hey, so bin ich eben. Und ja, ich lasse keinen jetzt an, man ist ja keine richtige Katze. Vor allem, wenn du dich öffentlich über einen Vorgesetzten lustig machst. Es war ein Spektakel. Ja, willkommen zurück, Partner. Du bist schneller wieder bei Sinnen als sonst. In Kolonie sind Soldaten wie wir die Norm und nicht die Ausnahme. Dass ihr Rebellen seid, fällt da gar nicht ins Gewicht. Deshalb haben wir euch so warm aufgenommen. Mir gefällt ihr ganz besonders.
Wenn das lustig sein soll, kann ich nicht drüber lachen. In einem Club Mitglied zu sein, ist keine Auszeichnung. Was geht jetzt? Riecht nach einer Lüge. Juni, ich glaube, die steht auf dich. Was? Wir sehen uns. Die steht auf dich, Juni. Da geht was. Also dann, ich hoffe, wir treffen uns alle wieder. Vorzugsweise lebend. Alter, 6 Minuten überzogen. What? Okay. Mir macht's jetzt aus. Ich hab meinen Spaß. Jawohl, abgeschlossen. 3080 EP. Cool. Would you believe it? Wie schaut's eigentlich mit den Klassen aus bei uns aktuell? Ja, passt schon. Okay, beim nächsten Mal, Leute, gehen wir dann zur nächsten Kolonie. Das wäre dann Kolonie Tau. Gucken, was da los ist. Klären da Missionen, falls es welche gibt. Und dann gehen wir so schön der Reihe nach ab. Ne? Also, das wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Und ich bin mal gespannt, wie viele Folgen Nebenquests es werden. Ich werde alle mitnehmen. Die Fragezeichen haben wir jetzt auch. Damit wir so weit durch sind und Kapitel 5 ganz in Ruhe genießen können. Und wenn am Ende hier bei die 100% rausspringen, dann werde ich mich auch nicht beschweren. Aber irgendwie glaube ich, da kommt noch nach dem der Hauptstory noch einiges auf uns zu. Werden wir alles sehen, werden wir alles genießen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.